Abend und willkommen zur chaotischen Viertelstunde, zur letzten chaotischen Viertelstunde vor Weihnachten. Und diesmal wollen wir mal mit einigen Mythen, die sich um diesen Bereich des Jahres wanken, mal etwas aufräumen und das Ganze mal auf etwas solidere Beine stellen. Es geht um die Frage, gibt es den Weihnachtsmann? Und wir alle wissen, die Antwort ist natürlich nein. Und die Frage, die sich da stellt, ist, naja, wenn es den Weihnachtsmann nicht gibt, wer bringt denn dann die Geschenke? Und die Antwort lautet, die Geschenke bringt ein Sumo-Ringer, nämlich Bruno der Sumo. So, wie macht er das denn? Es ist die Kreide kaputt gegangen. Egal. So, jetzt kann man sich überlegen, wir haben ja irgendwie so unseren Sumo-Ring und er bringt jetzt irgendwie die Geschenke. Na, wie macht er das? Erstmal stellen wir fest, er muss in einer Nacht eine ganze Menge Leute beliefern. Das heißt, er muss immer relativ schnell sein. Das heißt, wir haben hier unseren fetten Sumo-Ringer. Und der reist halt so durch die Welt. Und dann haben wir hier so unsere Häuser mit ihren Dächern und ihren Kaminen. Und jetzt reist er halt sehr schnell durch die Gegend und muss dann immer, wenn er über so einem Haus ist, muss er abbremsen und muss dann halt irgendwie reinkommen. Das Problem ist natürlich, wenn wir unseren Sumo-Ringer so haben, der passt nicht so wirklich durch den Kamin. Aber dafür gibt es eine Lösung, denn er muss ja erstmal unglaublich schnell sein. Das heißt, wenn wir uns so angucken, wir haben so kinetische Energie. Das ist 1/2 m/v². Das heißt, wenn er eine sehr hohe Geschwindigkeit hat, hat er eine sehr hohe kinetische Energie. Jetzt können wir uns überlegen, naja, damit er in diesen Schornstein kommt, hat er einen sehr schlauen Trick. Was er macht ist, er verflüssigt sich einfach. Denn wir wissen ja, wenn wir irgendwie so einen Kristall haben, wenn wir so einen Kristall haben und wir führen so einen festen Zustand irgendwie in flüssige Phase über, dann verbraucht das Energie. Denn wir brauchen halt Energie, um den Feststoff zu was Flüssigem zu schmelzen. Das heißt, hier geht die Energie runter. Das heißt, was er macht ist, er reist halt mit einer affenartigen Geschwindigkeit durch die Gegend und immer wenn er an so einem Haus ist, verflüssigt er sich quasi instantan. Dadurch wird seine kinetische Energie umgewandelt in quasi die Energie, die er braucht, um sich zu verflüssigen. Dann kann er schön durch den Schornstein in das Haus reinwippeln, kann das Geschenk absetzen, kann wieder nach oben und kann wieder fest werden. Dadurch wird wieder Energie frei, die er in kinetische Energie stecken kann und dann kriegt wieder seinen Affenzahn drauf. So, das ist so das Grundkonzept, was Bruno benutzt, um möglichst in einer Nacht alle Geschenke abzufrühstücken oder alle Häuser abzufrühstücken, wo er Geschenke drin muss. Jetzt könnte man sich überlegen, naja, wie schnell muss er denn jetzt genau sein? Dann schauen wir doch mal. Also wenn wir uns mal überlegen, so, wir nehmen uns mal Deutschland und haben irgendwie so die Häuserdichte in Deutschland. Die Häuserdichte in Deutschland ist einfach die Anzahl der Häuser geteilt durch die Fläche von Deutschland. Die Fläche von Deutschland sind 62.000 ungefähr Quadratkilometer. Findet man sicherlich beim Statistischen Bundesamt, was man beim Statistischen Bundesamt auch findet, ist die Anzahl der Wohngebäude in Deutschland, das sind 2 × 10⁷. Jetzt kann man sich überlegen, okay, das läuft halt ungefähr auf ein Haus pro 130 Quadratmeter raus. So, das heißt, wir haben ungefähr jetzt die Häuserdichte in Deutschland. Jetzt extrapolieren wir das hoch. Die Fläche von Deutschland, anteilig an der Gesamtfläche der Welt, ist so 1% oder so. Das heißt, wir können relativ einfach hochskalieren, indem wir das Ganze mal hoch. Mal hochziehen und wir kommen auf eine weltweite Häuserdichte. Worldwide von ungefähr 2 × 10⁹. Das ist schon so eine ganze Ecke. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, wir können irgendwie diese Häuser sagen, naja, wir ordnen diese Häuser mal in der Theorie so äquidistant an. Und dann ist einfach die Strecke. Die er braucht, ist einfach, wir nehmen quasi den Abstand zwischen zwei Häusern, einfach mal die Zahl der Häuser ist.
die Strecke, die Bruno innerhalb von einer Nacht abfliegen muss, das können wir dann durch 12 Stunden teilen. Und wir kommen auf eine Geschwindigkeit von ungefähr, eine mittlere Geschwindigkeit, die Bruno braucht. Wenn wir jetzt annehmen, dass natürlich dieser Verflüssigungs- und Geschenkeablieferungsvorgang, der ist quasi zeitinstantan, der braucht keine Zeit. Das ist so die Annahme, die wir hier machen, unter anderem. Dann landen wir ungefähr bei 2,5 mal 10 hoch 10 Meter pro Stunde. Das ist ungefähr 2% der Lichtgeschwindigkeit. Nun haben Leute festgestellt, okay, das sind ja so 2% der Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja schon so ein ganzer Affenzahn. Und eventuell funktioniert unsere Beschreibung mit funktioniert diese Beschreibung von Bruno, unserem Zoom-Modinger, bei diesen Skalen irgendwie nicht mehr so gut. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen eine neue Theorie. Jo, und zwar, man kann sich jetzt überlegen, ob man nicht irgendwie die allgemeine Relativitätstheorie zu seinem Vorteil nutzen kann. Wie vielleicht einige von euch schon gehört haben, und was die anderen sicherlich überraschen wird, oder ziemlich abenteuerlich klingt, aber es ist tatsächlich... was Einstein uns in seiner Theorie lehrt, ist, dass Massen die Raumzeit krümmen. Das heißt, innerhalb von, in der Nähe von großen Massen ist es tatsächlich so, dass räumliche und zeitliche Abstände sich ändern. Das heißt konkret, dass die Zeit näher an der Erde langsamer geht als weiter im All. Zum Beispiel, wenn ihr hier im vierten Stockwerk sitzt, und nur beliebig lange warten würdet und eine Uhr hättet, die beliebig präzise ist und ihr geht in den dritten Stock runter, wenn ihr das nach einer ausreichend langen Zeitdauer macht, weil der Effekt zu klein ist, dann stellt ihr fest, dass da tatsächlich eine andere Uhrzeit draufsteht und dass die Leute, die im dritten Stock sitzen, ein bisschen langsamer gealtert sind als ihr. Das heißt, die Tatsache, dass ihr dass es euch hier nach unten zieht, und das ist eigentlich das Interessante, wie man in der allgemeinen Relativitätstheorie die Gravitation versteht, ist, dass alle Teilchen alle Teilchen wollen dorthin, wo sie am langsamsten altern. Ja? Also am Beispiel der Erde, das ich gerade genannt habe, wird es klar. Hier weiter unten verläuft die Zeit ein bisschen langsamer, weil das Gravitationspotenzial der Erde dort stärker ist. Und das Einzige, was euch davon abhält, hier natürlich nach unten durchzufallen, ist dieser Boden hier und die Kraft, die von unten auf euch wirkt. Das heißt, die Tatsache, dass ihr vielleicht ein bisschen früher Falten bekommen könntet als Leute im dritten Stock, habt ihr den netten Leuten zu verdanken, die diesen Fußboden hier gebaut haben. Gut, was hat das Ganze jetzt mit Bruno zu tun? Ja? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man fragt, ob man Bruno nicht einfach so fett machen kann, dass er die Raumzeit ausreichend krümmt, um die Distanzen und Zeitdauern zu seinem Vorteil beeinflussen zu können. Das heißt, dass er irgendwie weniger Weg zurücklegen muss in der gleichen Zeit oder sowas. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir etwas, was man als starkes Regime der Gravitation bezeichnet. Und es ist so, wenn man sich vorstellt, dass man hier im Mittelpunkt irgendwie so eine Masse hat, dann gibt es so einen Bereich um diese Masse herum, das starke Regime der Gravitation, was innen ist, vom Schwachen trennt. Und für die meisten ausgedehnten Objekte, wie zum Beispiel Sterne oder Planeten, sind einfach die Radien dieser Objekte größer als diese Zone, weshalb uns das nie auffällt. Dieser Radius ist auch ziemlich klein und man kann ihn auch ermitteln, indem man sich fragt, ab welchem, also man kann sich die Umlaufgeschwindigkeit.
in Abhängigkeit des Radius überlegen und der Fakt ist tatsächlich, dass die Umlaufgeschwindigkeit nahe der Masse größer ist. Und das heißt, irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Geschwindigkeit einfach, gerade der Lichtgeschwindigkeit, ist, und das ist genau dieser Ring. Und das können wir verwenden, um zu einer Massenabschätzung zu kommen, wie groß Bruno eigentlich sein muss, wie massiv Bruno eigentlich sein muss. Und was man dann findet, also die Rechnung, die ist eigentlich so einfach, dass ich sie gleich vorführen kann. Man nimmt einfach wieder die Formel für die kinetische Energie, die ihr gerade gesehen habt. Und statt V Quadrat sagt man einfach C Quadrat. Da fehlt noch ein M. Und das setzt man einfach gleich der potenziellen Energie, die der Körper im Gravitationsfeld hat, gleich. Und dann löst man nach M auf. Und was man dann, erstmal kürzen sich hier die beiden M's. Und was man dann findet ist, das hier. Und jetzt, was man jetzt für R einsetzt, ist gerade der Häuserabstand. Das heißt, die Begründung dafür ist, dass man eine Krümmung braucht, die auf den Skalen des Häuserabstands variiert, damit man irgendwie einen signifikanten Effekt hat. Und was man dann rausbekommt, für die Masse ist, dass Bruno 10 hoch 29 Kilogramm wiegen muss. Das sind ungefähr 4% der Sonnenmasse. Und in der Astronomie zeichnet man das Symbol für die Sonne immer so einen Punkt mit so einem leichten Punkt. Das sind 15.000 Erdmassen und 1 Million mal Masse des Mondes ist gleich sauschwer. Jo, und das Problem ist jetzt bei der Sache, ein ganz fundamentales konzeptuelles Problem, nämlich Bruno ist, wir nehmen an, dass Bruno schon nicht so groß wie dieser Radius ist. Also Bruno soll schon kleiner als der mittlere Häuserabstand sein und der muss ja auch irgendwie in die Häuser reinpassen und so. Und was uns die allgemeine Relativitätstheorie lehrt, ist, dass wenn Bruno kleiner als dieser Radius ist und diese Masse hier besitzt, dann wird er zu einem schwarzen Loch. Und das ist sehr schlecht, weil die Folge davon ist, dass Bruno kaputt geht. Ja, aber nehmen wir mal an, das wäre kein Problem. Wir machen Bruno zu einem schwarzen Loch und irgendwie wird er schon eine Lösung dafür finden. Naja, vielleicht sind die Effekte ja Hawking Radiation, die da so rauskommt. Könnte sein. Oder so, die sich dann wieder materialisieren. Also, weißt du, ein Geschenk und ein Antigeschenk am schwarzen Radius sich treffen, dann wird das virtuelle Antigeschenk reingezogen und das andere kommen. Daher kommt, ist doch klar. Nehmen wir mal an, wir setzen Bruno, wir geben ihm diese. Nehmen wir mal an, wir bringen Bruno auf diese Masse. Wie wir das machen, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber nehmen wir mal an, wir tun es, was würde dann passieren? Nun ja, die Antwort ist, wenn man die Kräfte ausrechnet, das heißt, wenn man vergleicht die Kraft, die Bruno auf die Erde hat, mit der Kraft, die die Sonne auf die Erde ausübt, dann hat Bruno das hier ist erstmal die Kraft, die auf die Erde von der Sonne aus wirkt, beziehungsweise das hier ist jetzt die Beschleunigung, also die Erde wird 0,6 cm pro Sekunde beschleunigt und jetzt können wir das gleiche hinschreiben für diese Masse hier und für die Beschleunigung, die sie auf die Erde ausübt und da setze ich jetzt den
Erdradius hier ein, weil wir uns ja vorstellen, dass Bruno irgendwie auf der Oberfläche der Erde lebt und in die Häuser geht und so weiter. Und jetzt ist die Erde auf Brunos Oberfläche. Das wird sich gleich herausstellen, ob das tatsächlich der Fall ist. Das ist nämlich so, dass wir 147.600 Meter pro Sekunde Quadrat bekommen. Das sind 10 hoch 7 mal die Beschleunigung zur Sonne. Das heißt, das Szenario, was sich dann ergibt, wir haben hier unser schwarzes Loch, das mal Bruno war, und wir haben so eine Erde, die sich so um Bruno dreht. So ein Erde-Mond-System. Und interessanter Fun-Fact, wenn man die Kraft ausrechnet, die Bruno auf die Sonne ausübt, dann stellt sich heraus, dass Bruno die Sonne um einen Meter pro Minute verschiebt. Ja, selbst wenn man das jetzt nicht als problematisch erachtet, alles, da ergibt sich noch ein weiteres ganz, ganz fundamentales Problem. Nämlich, diese ganze Geschichte würde ihm überhaupt keine Vorteile bringen, selbst wenn es klappen würde, selbst wenn diese ganzen Probleme nicht auftreten. Denn dann hätten wir immer noch das Problem, dass um Vorteile zu erlangen, eigentlich er sich nicht selber so fett machen müsste, dass er die Raumzeit auf eine ausreichende Weise krümmt, sondern dass er die Häuser schwerer machen müsste, um einen zeitlichen Vorteil zu erlangen. Oder einen räumlichen Vorteil. Und das Ganze, also erstmal müsste er irgendwie Masse in die Häuser pumpen und zweitens würde er damit die Häuser effektiv zerstören. Also die würden dann nicht mehr lange stehen, wenn sie so massiv würden, dass er auch nur irgendwie einen Vorteil erlangen könnte. Und das Fazit, was wir aus all diesen nicht unbedingt abenteuerlichen Überlegungen ziehen, ist, dass die Eltern ihren Kindern nicht das Märchen von dem Bruno, dem Sumo-Ringer erzählen können, der die Raumzeit, der so fett ist, dass er die Raumzeit krümmt, um alle Häuser in der selben Nacht mit Geschenken zu beliefern. Denn schlicht und ergreifend könnten die Kinder auf die Idee kommen, die Gleichung von Einstein zu lösen und sie würden dann sehr schnell bemerken, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und darum wird Chatty uns jetzt eine Idee präsentieren, die mit der guten alten Quantenmechanik funktionieren soll. Richtig. Denn wir wissen, Bruno der Sumo ist die Wahrheit, also sorgen wir dafür, dass es funktioniert. Auch mehr. Oh, wie die Christen. Über verschiedene Zustände.
ist dann so ein Normierungsfaktor, den wir noch reinkriegen. Und diese Superposition können wir uns nutzen. Die tritt auf, wenn wir nicht nachgucken, was gerade Phase ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir halt nicht gerade schauen, in welchem Zustand sind wir denn gerade, dann sind quasi alle Zustände möglich und alle Zustände da. Und ich kann quasi durch Messen dann entscheiden, in welchem Zustand ich gerade bin. Und wenn ich dann wieder aufhöre zu messen, dann kann ich dieses System wieder entwickeln in einem anderen Zustand. Und wenn ich dann irgendwann wieder messe, habe ich potenziell was anderes. Und das macht sich Bruno natürlich zunutze, denn Bruno sitzt irgendwo hier. Und die Geschenke sollen ja ankommen, so in den Wohnzimmern von den Leuten. So. Wir haben in diesem Wohnzimmer jetzt natürlich, wir wissen ja, Weihnachten ist so, da dürfen die Kinder nicht unter den Tannenbaum gucken am Heiligabend, damit sie, das ist genau dafür da, damit wir hier ein unbeobachtetes Quantensystem haben in diesem Raum. Und dieses Quantensystem kann Bruno jetzt vermessen, da wir gesehen haben, wenn er sich auf die Reise begibt, macht er allerlei Dinge kaputt, inklusive sich selber. Deswegen macht er das anders, das heißt, er braucht eine notwendige Signalapparatur, mit der er die Wohnzimmer der Leute vermessen kann. Und das heißt, er lässt sich hier, vermisst das Wohnzimmer der Leute, schaut, dass sozusagen der Quantenzustand des Wohnzimmers sich gerade so entwickelt hat, dass das Geschenk, was unter dem Baum soll, unterm Baum landet. Und wenn das halt gerade, wenn er gerade misst und das Geschenk ist nicht da, dann lässt er halt das Quantensystem einfach so ein bisschen laufen, lässt sich entwickeln und misst halt einen Moment später. Und wenn wir dann das Geschenk haben, dann ist gut und wenn nicht, dann halt nicht. Problem ist natürlich jetzt, wenn wir das Geschenk da haben, müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass es da bleibt. Wenn wir wieder aufhören zu messen, dann entwickelt sich das weiter. Deswegen gibt es eine schöne Sache, die nennt sich Quanten-Zero-Effekt. Und was das heißt ist, ich habe quasi ein Quantensystem in einem definierten Zustand. Und wenn ich jetzt aufhöre zu messen, würde es sich wieder weiterentwickeln. Wenn ich aber mit hinreichend hoher Frequenz messe, wenn ich einfach immer wieder messe und das wirkt und das schnell genug, dann fällt quasi, wenn ich irgendwie hier, ich habe Zustand 1 und ich habe Zustand 2 und es endet immer hin und her. Und wenn ich aber immer quasi schnell genug messe, dann will das Quantensystem hier raus, ich messe und es fällt dann wieder zurück. Und das kann ich halt beliebig häufig machen. Das heißt, in dem Moment, wo Bruno das Geschenk, das er da unterm Baum platziert haben will, oder die Geschenke, die Bruno unterm Baum platziert haben will, vorliegen hat, muss er einfach nur mittels Quanten-Zero-Effekt häufig genug messen, bis am Ende dann die Kinder ins Wohnzimmer oder unter den Baum gucken können, womit wir nicht mehr in einem unbeobachteten Quantensystem sind, das ich nicht mehr entwickeln kann. Problem solved. Nicht ganz. Ja, es gibt noch ein paar Probleme, aber die lösen wir noch. Genau. Das ist der Aspekt. Und jetzt wollte ich gerade ein... Ah genau, das erklärt auch, warum Weihnachten sich immer im Winter befindet. Denn im Winter ist kalt. Und wenn es kalt ist, werden Quantensysteme makroskopischer. Und wir brauchen jetzt ein Quantensystem auf der Skala eines Geschenks. Geschenk. Und deswegen ist Weihnachten im Winter, damit nämlich durch die Kälte das Quantensystem so makroskopisch wird, dass Bruno das hier einfach leichter fällt. Das hat er schon klug gemacht. Eben. Und das ist halt, wie Bruno die Geschenke in die Wohnzimmer der Leute bekommt. Und das ist auch der Vorteil davon ist, jetzt kann man nämlich auch die Kamin anmachen, denn der muss ja nicht mehr durch den Schornstein. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Aber es gibt noch ein Problem. Ja, das Problem ist, wenn man sich darauf verlässt, dass der Zustand sich immer weiterentwickelt und man darauf wartet, dass er irgendwann zu so einem Geschenk wird, das ist ein Vorgang, der extrem wahrscheinlich ist. Das heißt, entsprechend lange müsste man warten. Und die Wartezeit, derweil gibt es wahrscheinlich das Universum gar nicht mehr. Eine Sache, jetzt könnte man sagen, was ist jetzt? Müssen wir jetzt Bruno aufgeben? Aber das ist weit davon gefehlt, nämlich was man in der Physik, beziehungsweise in der theoretischen Physik immer ganz gerne macht, wenn man Probleme hat, die man absolut nicht versteht oder Probleme, die offenbar nicht zu lösen sind, was man dann tut,
ist, man erfindet entweder ein neues Teilchen oder eine neue Wechselwirkung, die das dann schon richtet. Ja? Das heißt, man erfindet irgendwie so eine neue Quantenfeldtheorie, weil Teilchenphysik, da wird alles durch Quantenfeldtheorien beschrieben, und diese Gleichungen der Quantenfeldtheorie werden einfach so zusammengebastelt, dass sie uns auf alle Probleme die Antwort liefern, bleib cool, Alter, ich regel das schon. Und was man in dem Fall, um mal ein paar Beispiele zu nennen, sich so in der Kosmologie zum Beispiel immer gedacht hat, war das... man hat sich gedacht, als man sich die Bewegung der Sterne innerhalb der Milchstraße angeschaut hat, hat man gedacht, wenn man weiter nach außen geht, dann wird es irgendwie langsamer, weil da weniger Masse, weil da weniger Gravitationskraft ist, weil die Gravitation ja mit Quadrat des Abstands zum, also inverse Quadrat des Abstands geht. Und was man gefunden hat, ist, also erstmal die Erwartung, Geschwindigkeit, Radius, die Erwartung war sowas. Warum es hier hochgeht am Anfang, das wollen wir jetzt mal überspringen, aber das war die Erwartung. Und was man gefunden hat, war das hier. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass vielleicht die allgemeine Relativitätstheorie, welche dieser Erwartung zugrunde liegt, einfach die Welt nicht beschreibt. Man könnte aber auch, wie es die Physiker tun, auf die Idee kommen, dass die Welt anders ist, als wir sie beobachten. Nämlich, dass es außerhalb der, in den Außenbereichen der, der Galaxie eine neue, mysteriöse, unbekannte Form von Materie gibt, die wir die dunkle Materie nennen. Und die Eigenschaft der dunklen Materie, die einzige Eigenschaft, die wir erkennen, ist, dass sie nicht leuchtet. Deshalb heißt sie dunkel. Das heißt, wir sehen sie einfach nicht, aber sie ist irgendwie da. Und eine ganz ähnliche Lösung von einem sehr, sehr ernsten Problem hat man betrieben, als man festgestellt hat, als man sich die Ausdehnung des Universums angeschaut hat, die ja mit der Zeit fortschreitet. Man hatte erwartet, dass diese Ausdehnung langsamer wird. Man hat auch einen Beschleunigungsparameter eingeführt, einen Abtreibungsparameter. Und als man dann herausgefunden hat, dass die Expansion eigentlich beschleunigt, hat man einfach diesen Abtreibungsparameter negativ gewählt. Und man hat gesagt, was diese beschleunigte Expansion verursacht, ist eine Art von neuer, unbekannter Form von Energie. Und diese Energie hat sehr, sehr intuitive Eigenschaften, nämlich sie hat einen negativen Druck, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Und wir nennen diese Energie dunkle Energie. Man muss natürlich sagen, ich überspitze das Ganze ein bisschen, es gibt durchaus gute Gründe. Gute Gründe, von der Existenz dieser beiden Materie- und Energieformen auszugehen. Aber was jetzt sehr, sehr gewagt ist, ist die neue Hypothese, dass es auch dunkle Phantomenergie gibt. Und zwar, das untersuchen einige Leute durchaus, ich glaube sogar an unserem Institut, im Institut für Theoretische Physik, untersuchen diese Möglichkeit, und was dunkle Phantomenergie ist, ist einfach nur eine Energieform, die nach einer kürzesten Zeit das ganze Universum zum Explodieren bringt. Und das dürfte dem Redner hier recht sehr gefallen, denke ich. In der Tat. Wofür das gut sein soll, weiß kein Mensch. Aber es ist eine theoretische Möglichkeit, und wo immer eine theoretische Möglichkeit ist, die nach neuen abenteuerlichen, nicht Standardmodell physikalischen Theorien klingt, gibt es Leute, die verzweifelt sich um diese Angelegenheiten kümmern. Was es dann auch noch gibt, ist dunkle Gravitation. Das ist einfach nur, man nimmt Einsteins Gravitationstheorie und fügt beliebige Terme oder Dimensionen hinzu. Auch hier, wofür es gut sein soll, angeblich um
um ein Problem zu lösen, was mit der dunklen Energie verknüpft ist. Aber warum die dunkle Energie nicht ausreicht, wird nicht begründet. Ja, dann das größte Problem der Physik ist natürlich die Unvereinbarkeit zwischen ART und also allgemeiner Relativitätstheorie und den Quantentheorien. Was dort nämlich zum Beispiel auftritt, wenn man versucht, die Gleichungen beider irgendwie zu vereinbaren miteinander, dann findet man bestimmte Terme, die einfach explodieren, also die unendlich werden. Und das ist schlecht, weil Sachen, die unendlich werden, sind nicht besonders physikalisch. Und was man sich deshalb gedacht hat, ist, also ausgedacht hat, ist eine Methode, die sich Renormierung nennt. Und die besteht einfach darin, dass man diese unendlichen Terme bei irgendeinem Wert abschneidet und sagt, die eigentliche Theorie ist dieser endliche Term. Ja. In dem Zusammenhang gibt es dann auch noch die Stringtheorie. Und die Stringtheorie ist auch einer der Versuche, Quantentheorie und ART zusammenzubringen. In der Stringtheorie hat erstaunlicherweise das Universum 26 Dimensionen. Und die anderen Dimensionen, also die wir, ich meine, wir sehen ja nur drei Dimensionen, und die anderen, die sind einfach so klein in dieser Theorie, dass man sie nicht sieht. Also die sind irgendwie so kompakt zusammengefaltet. Und was diese, was die Stringtheorie anders macht als die bestehenden Vorschläge, ist, dass sie nicht mehr sagt, unsere Teilchen sind so Punkte mit so einer bestimmten Masse und einer bestimmten Ladung oder so, sondern unsere Teilchen sind eindimensionale Strings, also so Fäden mit einer bestimmten Masse und einer bestimmten Ladung. Und vielleicht habt ihr ja schon in den Medien ab und zu mal den Eindruck bekommen, die Stringtheorie, damit hätten wir die Antwort endlich gefunden. Und die Stringtheoretiker, die führen sich ja auch manchmal so auf, als hätten sie das schon, als hätten sie die Weltformel schon gefunden damit. Weit gefehlt. Die Stringtheorie ist noch nicht mal, erfüllt noch nicht mal die Anforderungen einer Theorie, einer wissenschaftlichen. Das ist auch in der wissenschaftlichen Gemeinde unumstritten. Außer bei den Stringtheoretikern. Außer bei den Stringtheoretikern. Ja, und was hat das jetzt alles mit Bruno zu tun? Wir werden jetzt nacheinander wieder auf diese ganzen Dinge zurückkommen. Nämlich, wir wollen jetzt das den bestehenden Approaches, wollen wir das so ein bisschen nacheifern. Und wir wollen eine neue Theorie von allem aufstellen. Quasi die Weltformel. Ja? Die Theory of Everything. Und das ist die Theorie, die ich mit dem Namen Dunkler Bruno bezeichne. Und in dieser Theorie ist einfach, diese Theorie besagt einfach, dass Bruno aus Teilchen besteht, die nicht, nicht in der Teilchenphysik bekannt sind und auch noch nicht am CERN gefunden wurden und die sich auf irgendeine Art und Weise ganz komisch verhalten, sodass hinterher am Schluss alles wieder passt. Und das erfordert, dass sie irgendwie eine mysteriöse, neue, dunkle Wechselwirkung ausüben. Und ihr seht anhand dieser Beispiele, diese vier obigen Beispiele, dass man sich im Grunde alles, was man braucht, zurechtbiegen kann, wenn man nur erklärt, dass es auf eine bestimmte mysteriöse Art und Weise wechselwirkt, die man noch nicht kennt. Und dann kann man einfach mal formulieren, was brauchen wir denn so für Anforderungen an diese Theorie. Und die erste Anforderung, ich mache da mal so eine Liste. Die erste Anforderung ist, die Teilchenmasse von den Teilchen, aus denen Bruno besteht, muss sehr, sehr hoch sein, weil Bruno soll ja am Schluss genügend Gewicht auf die Waage bringen, dass der typische amerikanische Familienvater ihn glaubwürdig rüberbringen kann. Was wir dann noch brauchen, wir wollen einfach mal ein paar extra Dimensionen einführen, damit es so sich ein bisschen nach Stringtheorie anhört und damit cool.
Und als nächstes bauen wir einen Term, der oder eine Funktion, die explodiert, damit man hinterher renommieren kann. So wie ich das schon in der String-Theorie erzählt habe. Wir brauchen eben so eine Unendlichkeit. Und dann kann man sich mal so eine Gleichung überlegen, die das alles beschreiben soll. Nämlich, was man in den ganzen modernen Theorien der Physik macht, ist, man schreibt sich sowas Ähnliches wie den Energieerhaltungssatz hin, kinetische Energie plus potenzielle Energie, und dann kommt noch sowas anderes, was irgendwie unwichtig ist, so Wärme und so. Und was man macht, ist, man hat sowas wie eine verallgemeinerte Energie und so eine verallgemeinerte kinetische Energie, die man dann irgendwie den Quantenfeldern zuweist. Und jede teilchenphysikalische Theorie, also jedes Teilchen, was ihr in der Teilchenphysik kennt, hat eine eigene Theorie, und diese Theorie ist einfach nur ein weiterer von diesen potenziellen Energietermen. Das heißt, wann immer ich eine neue Theorie oder ein neues Teilchen aufstelle, füge ich einfach so einen Term hinzu und erkläre, was in diesem Term vorkommt. Was man dann auch noch macht, ist in den Quantenfeldtheorien, dass man diese Gleichungen als Operatorgleichungen aufschreibt. Ein Operator ist sowas Ähnliches wie eine Funktion, nur dass er keine feste Regel definiert, sondern also keinen festen funktionalen Zusammenhang, sondern eine Vorschrift, was man mit der Größe machen soll, die als nächstes kommt. Und ein Beispiel wäre etwa ein Ableitungsoperator. Wenn man zum Beispiel x² ableitet, kommt 2x raus. Wenn man nur x ableitet, kommt 1 raus. Das heißt, das wäre ein Beispiel für einen Operator, es kommen unterschiedliche Sachen raus. Das ist einfach nur eine generelle Rechenvorschrift. Und was wir hier brauchen als Operatorterm, ist nur ein einziger Term, den ich als k x, y, z bezeichne. X, y, z sind meine Raumzeitkoordinaten. Und k ist, was man als den sogenannten korrektes Ergebnis-Operator bezeichnet. Der ist einfach so definiert, dass am Schluss das Richtige rauskommt. Und das ist sehr wohl definiert, diese Theorie. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Theorie alle Probleme löst, die wir vor kurzem, die wir jetzt in diesem Vortrag besprochen haben. Das ist ja so. Genau. Alles klar. Gibt es Fragen? Ja. Wann gibt es den Nobelpreis? Das musste das Nobelpreis. Ich habe schon mein Ticket nach Stockholm gebucht. Ja. Wann gibt es Geschenke? Das ist traditionell der 24. Aber das musst du Bruno fragen, nicht uns. Alles klar. Also momentan scheint es auch so ein paar Probleme mit der notwendigen Signalapparatur zu geben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas dazu ist. Weitere Fragen. Warum krümmt er die Raumzeit nicht einfach um sich rum, um den Schornstein in Relation zu ihm zu weiten, so wie in dem Beispiel, was ich euch geschickt habe im Channel vor 2 Tagen oder sowas? Das habe ich noch nicht gelesen, das ist schon ein Problem. Also im Prinzip ist halt so eine Art Warp-Antrieb im eigenen Sinne, der da beschrieben wird, wo tatsächlich vor dem Vehikel der Raum gekrümmt wird, zusammengedrückt und hinten dran wieder ausgeweitet. Das ist eine spaßige Idee. Wäre das quasi so eine Raumzeitkrümmung, bei der nicht alles kaputt geht? Das ist alles wunderbar, bis du bremst, dann ist die Strahlung so extrem, dass du alles sterilisierst. Okay. Das zumindest nach dem aktuellen Theoriemodell. Ja, das ist okay. Das Problem. Ja, ich meine, es ist alles wunderbar, wenn du beschleunigst, wenn du auf Geschwindigkeit bist, sozusagen Geschwindigkeit der Abstrebung. Im Endeffekt, du bewegst dich ja nicht, du bewegst den Raum mehr oder weniger. Das ist eine interessante Theorie. Aber ich denke, der Correctness-Operator wird sich drum kümmern. Negative Energie, ja, exotische Materie. Also sollte da was dran sein, ist es im Correct Result Operator.
wünsche mir noch einen angenehmen Abend.